Alexander von Sobeck ist in Leros, hat uns eben den Hotspot dort im Film auch vorgestellt. Jetzt ist sozusagen die offizielle Vorstellung und Einweihung vorüber, Herr von Sobeck. Wann wird denn dieser Hotspot tatsächlich in Funktion treten? Er ist seit heute arbeitsfähig. Also es sind im Moment nur Polizisten hier, Leute der Küstenwache, Beschäftigte der Hilfsorganisationen und man wartet auf Flüchtlinge. Es sind hier in Leros im Moment nur 57 noch und auch von den anderen Hotspots, vor allem von Lesbos, der ja der größte ist mit einer Kapazität von 2500, wird derzeit gemeldet, dass sehr, sehr wenige Flüchtlinge da sind. Auf Lesbos nur noch 50. Ähnlich sieht es auch in den anderen Anlaufstellen aus. Es gibt eine in Athen, da sind 490 Flüchtlinge und an der Grenze zu Mazedonien, die ja sozusagen den Flaschenhals Richtung Europa bildet, sind es gerade mal noch knapp 30. Also wir haben heute mit einigen Leuten von den Hilfsorganisationen geredet und die haben uns alle durch die Bank bestätigt, sie haben den Eindruck, im Moment kommt aus der Türkei relativ wenig rüber. Das heißt also, wenn so wenige Flüchtlinge nach Griechenland auf die Inseln kommen, heißt das, dass die Abriegelung der Ägäis funktioniert? Ob die Abriegelung der Ägäis funktioniert, das kann man nicht sagen. Aber anscheinend hat es sich herumgesprochen, dass der Weg möglicherweise ab dem Wochenende, wenn tatsächlich Mazedonien und einige andere Länder noch vor oder während des EU-Gipfels in Brüssel ihre Grenzen dicht machen, dass dann dieser Weg versperrt ist. Und außerdem auch so scheint es, dass über die türkische Südgrenze relativ wenig Menschen aus Syrien noch den Weg bis an die ägäische Küste schaffen. Vielleicht zeigt einfach auch die Politik inzwischen ein wenig Wirkung, dass die Türken ihren Part einhalten und eben versuchen, die Flüchtlinge an Ort und Stelle in der Südtürkei und in ihrem Land zu versorgen. Lassen wir uns mal auf die Insel noch mal gucken und auf die Griechen, die dort ja auch leben. In dem Film haben wir gesehen, dass die Bewohner in Leros relativ entspannt mit dem Hotspot umgehen. Das ist ja nicht überall so. In Kos gibt es sehr, sehr große Widerstände. Wie kommt es? Wieso ist dieser Unterschied auch so groß? Ja, Kos ist eine klassische Ferieninsel mit sehr viel mehr Touristen als hier auf Leros. Und in Kos haben die dortigen Bewohner, Hoteliers, Restaurantbesitzer einfach Angst gehabt, wenn dort ein großes Lager hinkommen sollte, dass das ihre Saison verhagelt, dass das ihre Geschäfte beeinträchtigt. Deshalb ist der Widerstand auf Kos nach wie vor erheblich. Aber wir haben heute mit dem Verteidigungsminister sprechen können und er sagte, auch Kos wird innerhalb von 5 Tagen arbeitsfähig sein. Dort werden die Bauarbeiten unter dem Schutz der Armee durchgeführt, um die Demonstranten wegzuhalten. Und auch da scheint etwas voranzugehen. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen mittelbar angesprochen, Herr von Sobeck, der Beschluss der Visegrad-Staaten, der gestern erfolgt ist, dass die Grenze Mazedonien-Griechenland dicht gemacht werden soll. Wie wird das denn in Griechenland diskutiert? Ja, Griechenland käme ja durch so eine Grenzschließung in eine Art Schraubstock zwischen geschlossener Grenze Richtung Europa auf der einen Seite und türkischer Küste auf der anderen Seite, wenn dort weiter in Zukunft viele Flüchtlinge kommen sollten. Und davor sucht man sich zu schützen. Man setzt auf die NATO-Mission, die unter deutscher Führung stattfinden soll, dass eben Menschen, die es auf die griechischen Inseln schaffen, wieder in die Türkei zurückgeführt werden. Auch dieser Hotspot hier hinter mir, das ist ja nicht in erster Linie ein Anlaufpunkt für Flüchtlinge auf Leros, sondern diese Hilfsschiffe sollen in Zukunft in dem ganzen Dodekanes, das sind die Inseln in der südlichen Ägäis an der türkischen Küste, die Flüchtlinge einsammeln und hierher bringen. Und wie es dann weitergeht, ist eben die große Frage. Hier sollten ursprünglich, so die Idee, Asylsuchende, die einen möglichen Anspruch auf Asyl haben, registriert, erfasst werden, erkennungsdienstlich behandelt, also Fingerabdrücke genommen und dann aufs Festland weiterkommen oder möglicherweise sogar direkt von hier an andere europäische Länder verteilt werden. Oder
direkt in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, wenn sie keinen Asylanspruch haben. Dazu ist dieser Hotspot gar nicht in der Lage, weil Leros hat einen winzigen Flughafen. Das heißt, die Menschen müssen erst aufs Festland, nach Athen, nach Thessaloniki. Dort wird übrigens mit EU-Hilfe aus einem besonderen Fonds mit 12,7 Millionen Euro werden neue Durchgangslager gebaut, die den Griechen helfen sollen, diesen Prozess vorzunehmen. Nur alles hängt letztendlich an der politischen Entscheidung, die jetzt in Brüssel fallen. Und diese politische Entscheidung wird am Donnerstag beim Gipfel fallen. Alexander von Sobeck, vielen Dank für die Eindrücke, für die Einordnungen nach Leros.